Das Altenberger Licht will Mut machen. Mut machen da, wo Ängste sind. Mit einer Installation vor dem Portal des Altenberger Doms machen Jugendliche des Initiativkreises Altenberger Licht auf das Thema Angst aufmerksam. Wir möchten, dass sich die Besucher, die hier hinkommen, mit der Angst beschäftigen. Und deswegen ist es auch ein Weg der Angst, der in den Dom, in die Messe führt. Also wir wollen quasi ausdrücken, dass man sich eben mit der Angst beschäftigt, mit der Angst beschäftigen muss und diese eben überwinden kann, indem man mit seiner Angst, die ja jeder von uns hat, zu Gott geht, sie vor Gott bringt und er eben diese Fesseln der Angst lösen kann. Zahlreiche Jugendliche wirken ehrenamtlich an der Vorbereitung des Altenberger Lichts mit. Keine Selbstverständlichkeit in der heutigen, modernen und schnelllebigen Zeit. Das Altenberger Licht, das habe ich schon kennengelernt als nahezu Kind. Also mit 10 Jahren bin ich hier hingekommen als Messdiener, habe das Altenberger Licht in einer Jugendgruppe zusammen mit anderen Jugendlichen aus meiner Gemeinde kennengelernt. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich gemerkt, was es bedeutet, kirchliche Gemeinschaft zu leben. Und das war für mich, für meinen Glauben auch eine ganz besonders wichtige Entscheidung. Die hat mich in meinem Glauben auch unglaublich stark weiterentwickelt. Und diese Erfahrung, die halte ich für unglaublich wichtig und die möchte ich auch möglichst anderen Leuten ermöglichen, anderen jungen Leuten. Die katholische Jugend feiert seit 1950 an jedem 1. Mai die Aussendung des Altenberger Lichts. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, heißt das Motto der diesjährigen Feier. Bis auf den letzten Platz ist das Gotteshaus gefüllt. Über 2500 Jugendliche sind gekommen. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Die Ängste haben die Gläubigen draußen gelassen. Pfarrer Mike Kolb, Diözesan-Jugendseelsorger, lädt die Jugendlichen dazu ein, das Altenberger Licht dorthin zu tragen, wo Ängste unser Land spalten. So könne die Flamme ihre Botschaft aussenden. Das sei die Übersetzung des Altenberger Lichts in unsere Zeit. Höhepunkt der Eucharistiefeier ist die Entzündung des Altenberger Lichts an der Osterkerze, dem Symbol des auferstandenen Christus. Das Licht wird an alle Besucherinnen und Besucher im Altenberger Dom weitergegeben. Viele bringen dieses Licht von da aus in ihre Pfarrgemeinden, in Altenheime und Krankenhäuser, in Gefängnisse und Hospize. Auch in privaten Häusern und bei Familien brennt das Altenberger Licht als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Und somit ist das Licht als allererstes ein Zeichen des Lebens. Und das Leben muss man weitergeben, nicht irgendein biologisches Leben, sondern Leben, das Liebe heißt, getragen sein heißt, Zuversicht heißt, Gemeinschaft heißt. Das ist die zeitlose Botschaft des Altenberger Lichtes und in diesem Jahr ganz konkret das Zeichen des Lichtes als Zeichen, dass Dunkel hell werden kann, dass Angst überwunden werden kann. In diesem Jahr wird das Altenberger Licht auch als Stafette des Friedens über Paderborn und Erfurt zum Katholikentag in Leipzig getragen.